So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Smaragd Edition Nuzlocke Challenge. Ich prüfe deine Pokémon und schaue, ob sie fit wie das Leben im Freien sind. Ich bin Stahlhart. Oh yeah, Pokémon Ranger Heini. Okay, im letzten Part, was haben wir da gemacht? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, denn es ist schon eine Weile her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe, weil wegen, ja, ich kam halt einfach nicht zum Aufnehmen und ja, es ist wieder fast eine Woche vergangen, wo ich nicht aufnehmen konnte und glaubt mir, das nervt wirklich. Ich habe extrem Bock aufzunehmen, aber kann es aus irgendeinem banalen Grund dann doch nicht tun. Das ist beschissen, genau, kann man so sagen, ne, kann man so sagen. So, erstmal hier, Samurzel geht drauf und ja, über was könnte ich denn jetzt theoretisch reden? Denk nach, denk nach, denk nach! Gedankenbombe! Ein Lombrero, das kifft! Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Ich assoziiere Lombrero direkt mit so einem Junkie. If you know what I mean, ne? Mit so einem Yeah-Man-Kiffer-Junkie und... So, ja, Lombrero ist ein bekifftes Pokémon, ja. Also nicht bekifft in dem Sinne, dass er, dass es scheiße ist, nein. In dem Sinne, dass es wirklich bekifft ist. Ich mein's genauso, wie ich es gesagt habe. Okay, hier haben wir noch Nugget. Oh, Gold, Digga, Gold. Und ganz ehrlich, ich werde jetzt ein, zwei Parts aufnehmen, denn danach werden höchstwahrscheinlich wieder meine Eltern kommen und dann komme ich nicht mehr wieder zum Aufnehmen und bla und dies und das und Ananas. Und ich soll... So, ich habe definitiv... das passiert halt, wenn man von der Schule kommt, ne? Ich habe definitiv Bock, viel aufzunehmen. Das Ding ist halt nur, es geht halt nicht, ne? Und wieso habe ich jetzt Superschutz eingesetzt? Was war das denn für eine Aktion? Ja, das Ding ist nur, es ist einfach nur scheiße, ja. So, dank einem treuen Abonnenten, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, excuse moi, müsste ich jetzt erstmal nach Segras Ulp, ne, doch, doch, hieß so, Segras Ulp City gehen und mir da Blizzard beziehungsweise was anderes zu holen. Und meine Güte, wieso verspreche ich mich hier? Ja, das passiert, wenn man dauerhaft irgendwie irgendwas in der Schule sagen muss und... So, jetzt erstmal ganz ruhig, Matt. Ganz, ganz, ganz ruhig. Okay. Also, wo war ich gerade? Ja, dank einem Abonnenten, der mich auf Facebook angeschrieben hat. Ja, ich habe Facebook und der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schleichwerbung. So, auf jeden Fall meinte er... Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, das war irgendwas mit Timo. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat der mir gesagt, dass ich nach Segras Ulp City gehen werde und gehen soll und da mir die TM Blizzard zulegen soll. Weil das Altaria der Arenaleiterin besitzt Erdbeben und ganz ehrlich, so eine Attacke ist wirklich eine Attacke, wo ich denke, oh fuck. Also das kann definitiv in die Hose gehen. Oder auf die Nase. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Ist klar. Und deswegen werden wir in diesem Part höchstwahrscheinlich Wibke noch nicht besiegen, aber dafür werden wir uns den Weg bis nach Segras Ulp City frei buddeln, ja, könnte man so sagen, buddeln, genau. Und nichts und niemand wird mich davon abhalten. So, ich könnte auch ein bisschen über Pokémon Y bzw. X reden. Denn das ist echt geil, das Spiel. Ich habe jetzt wie viele Stunden Spielzeit? 11 Stunden oder so? Ziemlich wenig für meine Verhältnisse. Und, ja, das Ding ist, das Game ist geil. Es ist wirklich mega geil. Ich werde das jetzt hier nach dem Let's Play, also nachdem ich die Parts aufgenommen habe, weiterspielen. Und für alle die, die ein Let's Play von mir für, von Pokémon X bzw. Y erwarten. Klang irgendwie jetzt falsch, ne? Die sollen... Ja, nicht enttäuscht werden, denn ich werde mir eine 3DS Capture Card zulegen, weil ich mir denke, mit einem 3DS, mit einer Capture Card und bla, damit kann ich halt ein bisschen besser aufnehmen und weiterhin die neuesten Pokémon-Spiele für euch Let's Playen, denn ganz ehrlich, ich hab Bock dazu. Ich hab mega Bock, Pokémon X oder Y. Ich werde, glaube ich, beide Let's Playen, aber ganz ehrlich, ich habe mega Bock, diese Spiele zu Let's Playen und... Ja, eins wird ein 100% Run, das andere wird wiederum ein Nuzlocke und welche eine Nuzlocke wird und welche ein 100% Run wird, das steht bisher noch in den Sternen. So, ich rechne mit der Capture Card Mitte März, ja, um den Dreh und ich hoffe, dass mir das YouTube-Geld bis dahin keinen Strich durch die Rechnung macht, denn das wäre scheiße, ein bisschen, ne?
Aber wie gesagt, viele denken ja, dass das YouTube-Geld wirklich viel sei oder so, aber ganz ehrlich, es ist sowas von wenig. Man kann es mit einem Taschengeld vergleichen, ganz ehrlich, und ja, man kann es mit einem Taschengeld vergleichen. Es ist definitiv ziemlich wenig, ne? Und ja, was sollen wir hier jetzt erstmal machen? Hypertrank habe ich genug und jetzt erstmal hier Pedo und Pedoline. Nein, wenn ich ein Ine dahin hänge, heißt das nicht, dass es weiblich ist. Nein. Okay, Silver TG, ab die Post. So, und perfekt! Auf der Welt gibt es Dinge, die jenseits seines Verständnisses liegen. Siehst du nicht, dass ich schwer bepackt bin? Oh Gott, Alter, willst du mich verarschen? Hast du gerade auf deine Eier hingewiesen, dass sie so schwer sind und so? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, der sieht doch aus wie ein Pedo. Der sieht doch aus wie ein Pedo. Vor allem die Brille und... Ah, oh Gott, ey. Okay, Zwillicht und Pudox. Passt ja, Pudox, Pedo, passt alles, ne? Ja, ich weiß, meine Logik ist einmalig. Kopfnuss auf Pudox und Pudox One-Hit. Besser geht's nicht, ne? Geiler geht's echt nicht. So, was haben wir hier? Papinella. Okay, einmal Surfer, Zwirlicht, One-Hit. Leider nicht. Leider nicht. Verdammt. Okay, wir machen das folgendermaßen. Noch einmal Surfer, dann Megasauger auf Zwirlicht und dann haben wir diese Scheiße auch beendet, ne? Ja, was guckst du so, Zwirlicht? Ich schwör, was guckst du? Fuck, ist nicht draufgegangen. Perfekt, beide draufgegangen. Und noch ein Pokémon, Choupette. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass Banette die Weiterentwicklung von Choupette ist. Okay, der Name hört sich ziemlich identisch an. Aber nichtsdestotrotz dachte ich, das wären halt nur einzelne Pokémon. Und vielleicht weiß es der ein oder andere, vielleicht aber auch nicht. Wäre das jetzt ein Spoiler, wenn ich das sagen würde? Nee, bestimmt nicht. Weil ich glaube, die meisten von euch sind auch auf Serebii und so aktiv. Deswegen, es gibt ein Banette, genau. Und das ist geil. Das sieht so mega geil aus. Boah, das sieht echt ohne Scheiß geil aus. Ich werde es mir im LP irgendwie besorgen. Ja, ich werde es mir besorgen. Oh yeah. Nein. Einfach nein. So, wie Pilze. Sieht schon ein bisschen shiny-mäßig, shiny-haft, shiny-mäßig. Sieht schon ein bisschen shiny, Dingsabums aus, ne? Oh yeah, Beschreibung, FTW und so. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Dim. Wir gehen in Dreiergruppen, dann sind wir cool. Yeah. Okay, kann ich hier eingesetzt werden? Heißt dann so erstmal Zink benutzen. Und dann Beutel, Hypertrank. Hallo. Hypertrank einsetzen auf Silver und... Ich glaube, ich werde es noch in diesem Part schaffen, Silver auf eine neue Entwicklungsstufe zu bringen. Also ich hoffe es zumindest, denn sonst... was sonst? Sonst gar nichts. Na egal, komm. Leta King. Das kann wirklich in Sorge gehen. Surfer. Tempo-Hieb bitte. Puh. Surfer, Tempo-Hieb und... Surfer, Tempo-Hieb. Ich hab echt Schiss vor. Laser King, ganz ehrlich, das Pokémon kann echt ungeahnte Kräfte rausholen. Das Ding ist Psycho. Oh ja. Yeah. Okay. So, bevor wir jetzt gegen die ganzen Trainer hier kämpfen, ja, lass mich jetzt hier nicht irgendwie meinen Satz beenden. Bevor wir jetzt gegen die ganzen Trainer kämpfen, würde ich viel lieber, oh fuck, da können wir nicht durch. Scheiße, hab ich gar nicht bedacht. Okay, Surfer und... Ja, wieso setze ich Lebensschuss eigentlich nicht ein? Ich verstehe es nicht. Vor allem, das hat Step, ne? Fail. Okay, TG, rein mit dir und dann Kopfnuss auf Tengulis. Ich bin Tengulis. Pedo. Pedo-Move. Hu-ha. Xing-Shang-Shang. Chinesen im Karton. So, jetzt, das haben wir jetzt. Und dann... guck mal ganz kurz weg. Ich hab gesagt, guck mal ganz kurz weg. War das jetzt so mega... Puh. Lebensschuss. Mund hier. Okay, noch einmal Lebensschuss. Volltreffer. Geil. Ja, hier Pokénev. Und auf nach Zegrasolb City. So, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendwas mache, werde ich meine Pokémon ein bisschen weiter trainieren. Denn es wird ein bisschen Zeit, dass hier, es wird ein bisschen Zeit. Ja, mein Deutsch einmalig, ohne Witz. Das ist echt so schlimm, das glaubt ihr gar nicht.
Was wollte ich sagen? Im das. Hier ist bestimmt irgendwas. Definitiv. Aber erstmal hier. Mit meinem Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Gay! Alter, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Mit mir und meinem Hirn und alles Mögliche. Ey, das ist echt krass. Ich laber nur Bullshit. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das so schlimm findet, dass ich jetzt wirklich extrem viel Bullshit laber. Schreibt's mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Denn sonst werde ich das ein bisschen strukturierter machen, falls ihr wollt. Kein Ding für einen King. Okay, alles klar, Matt. Alles. Hier konnte ich mir ein Pokémon fangen, ne? Ne, durfte ich nicht, oder? Ja, gucken wir gleich. So, erstmal so und... Ah, ich brauche ein Pokémon mit Fliegen. Scheiße! Ich brauche ein Pokémon, das fliegen kann. Das ist kacke. Oh, nee, 6 Pokémon. Okay, nein! Ah, Surfer, Tempo-Heap auf Pfiffchen. Ja, okay, das haben wir jetzt besiegt. Nein, nicht Anorit. Definitiv nicht Anorit. Nicht Day. Genau, so nenne ich dich ab sofort. Hast ja auch in den Kommentaren gesagt. Day, du bist Anorit. Nee, ich glaube, das zusammen könnte ich gar nicht aussprechen. Nee. Okay, Murat. Nee, TG, rein zurück. Und dann, ja, das ist Bullshit jetzt. Bodycheck. Kopfnuss. Boah. Das macht mir schon ein bisschen zu. What the fuck? Ich achte gar nicht so wirklich hier drauf, ob meine Pokémon hier genug Dings haben. YOLO, ne? YOLO. Kopfnuss. Und das haben wir jetzt auch besiegt. Frezelblitz ist das nächste. Okay, alles klar. Surfer. Kopfnuss. Adios, amigos. Cool, wir haben die besiegt. Nice. Okay, Beleber und dann ganz kurz. Na, ich habe kein Fliegen, ey. Glaubt mir, das ist schlimm. Ohne Fliegen geht bei mir gar nichts klar. Rein gar nichts. So, komm, in diesem Part will ich, dass sich mein Morabel weiterentwickelt. Das wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Weil ab da an könnte ich auch... Ja, ab da an könnte ich dann in die Arena gehen. Denn dann erlerne ich Sumpex. Wie heißt es? Blizzard und dann down und so, ne? Okay, ist gut. Ich mache jetzt keinen mehr auf. Nee, keine Sorge. So, hier darf ich mir noch ein Pokémon fangen, oder? Auf jeden Fall darf ich mir hier ein Pokémon fangen. Choupette. Ich glaube, das wäre mal was anderes, ein Geist-Pokémon im Team zu haben, ne? Ja, komm, wisst ihr was? Wir fangen es jetzt einfach mal. Ja, fangen müssen wir es ja sowieso. TG, rein mit dir. Dann Stachelspore und dann Beute. Ja, ich hätte Bock auf Banette. Wäre mal was anderes. Ganz ohne Witz, das wäre mal was anderes. Nestball, Hyperball, Superball. Wir benutzen den. Hyperball! Aha. Ja, mal schauen, ne? Wieso nicht? Für Choupette wurde ein Eintrag im Pokédex angetan, oder? Ja, ja, irgendwie so. Choupette schleicht durch die Fensternacht und sucht nach negativen Emotionen wie Neid und Missgunst. Ich habe da erstmal Missgeburt gelesen. Bei Sonnenaufgang kehrt es in sein Nest zurück. Möchtest du dein Choupette einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Und zwar benenne ich ganz kurz, ich suche mal ganz kurz den Namen raus, wartet mal kurz. So, wie hieß die Gute? Und zwar ganz kurz. Ja, ich weiß, nix Mainstream und so, nee, ist bei mir nicht. Und zwar nach einer Abonnentin, die wirklich ziemlich oft kommentiert und ich find's cool, dass sie so oft kommentiert. Deswegen bist du ein Choupette und ich überlege wirklich, dieses Pokémon ins Team zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ja, schwierige Sache, ne? So, erstmal Namen gucken. Legend. Legende. Hört die Legenden von Kung Fu Panda. Okay, und zwar ist das Legendary. Ne, Legend Q. Genau, so nenne ich das. Q. Der Name ist cool.
Also auf jeden Fall, der volle Name ist... Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Legend QB... IWTB, ach keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du ein Banette und ich hoffe, dir gefällt das Pokémon, denn ich finde es eigentlich ziemlich cool. Vor allem jetzt, da es eine Mega-Entwicklung hat. Zwar bekommen wir das nicht hier, aber... wartet mal, wenn ich... Das ist jetzt mal ein Versprechen. Ich habe Bock auf Mega-Banette. Falls ich ein Mega-Banette bekommen sollte, Q, dann bist du auch ein... Dings da, ein Banette. Ja, dann bist du auch das Banette. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt, ne? Bei mir läuft, ja. Versprechen geben... Versprechen geben läuft bei mir. Ja, Versprecher gibt's bei mir auch. So, Doppelkampf, let's go! Hey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen, Fiesling. Dein Anblick ist echt ungewöhnlich. Verschwinde, bevor dir irgendetwas passiert. Sagt wer? Also, das mit dem Versprechen gilt, ne? Sowas mache ich eigentlich nicht, aber da ist es eine Ausnahme. Ich finde, der Name Q passt so cool irgendwie, aber naja, gut. Tempo-Heap auf Spoink. Ist nicht draufgegangen, schade eigentlich. Jetzt ist es draufgegangen. Und mein Pokémon ist immer noch kein Level-Up. Puh. Ja, ich bin außer mir vor Schreck. Ja, ist klar, ne? Der hat mich erschreckt und ist selber außer sich vor Schreck. You fucking kidding me, Alter. Findest du mich verarschen? Okay. Nein, das ist... Oh, Kacke. Wie mache ich das jetzt? TG rein mit dir. Diese hässliche Wirbelwindattacke fuckt mich so ab gerade. Perfekt. Stachelspore. Kopfnuss. Kopfnuss. Oh, geiler Schrei, ey, ohne Witz, geiler Schrei. Der war ja mal voll die Missgeburt, der Schrei. Kacke, ey, kacke. Fick die Wand an, ey. Pokémon, Silberbericht, ja, das dauert noch ein bisschen, bis der Level up ist. Das ist jetzt irgendwie auch scheiße. Was ist hier oben? Ich hätte mir theoretisch auch einen Vulpix holen können. Na, egal, komm, YOLO. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich muss zum Pokémon Center. Ich muss unbedingt zum Pokémon Center. Pokémon, TG, Tausch mit Silver. Ja, dann werde ich im nächsten Part Zumpix entwickeln. Ah, fuck. Fuckt mich gerade mega ab, ey. Airspeeden, scheiß auf Speeden. So, fahren wir erstmal... Ne, fahren, genau, fahren, ne? Wir sind so, wir sind richtige Bonzen und haben ein Auto hier in Pokémon. Ja, das wäre mal cool, ne, so ein Auto in Pokémon zu haben. Also selber eins zu besitzen, ne? Ja, das wäre mal was anderes, ohne Witz. In dem neuen Pokémon-Spiel gibt es ja, falls ihr es schon bemerkt habt, in Illuminat... Wie hieß die Stadt nochmal? Illuminaten City oder so. Da gibt es, ja, Taxis. Ich war richtig geschockt und zugleich auch ziemlich froh irgendwie. Denn dadurch wird das Ganze ein bisschen realistischer und die ganzen Personen, die in der City waren, ja, die haben auch die ganze Zeit gesprochen und so und boah, meine Güte, das war echt mega geil. Ich glaube, im Let's Play werde ich nur schwärmen, wirklich nur schwärmen. Aber naja, nun gut, holen wir uns erstmal ein paar Tränke. 109.000 Dollar, Poké-Dollar, aha. Ja, komm. So, und dann kaufen, ja, sonst brauchen wir nichts. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part von, meine Stimme soll ziemlich tief sein, aber ich faile hier gerade voll rum und das ist nicht gut und bla und dies und das und Ananas. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, dann werde ich Zumpix höchstwahrscheinlich schon haben, beziehungsweise, nee, werde es in dem Part dann haben. Und ich werde definitiv noch ein bisschen Offscreen-Training machen, oder auch nicht. Mal schauen, das werdet ihr alles im nächsten Part erfahren. Und ja, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Vielen, 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 vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Was mache ich hier? Ich wollte den Part beenden. Surfer.
So, noch einmal Surfer und... Ja, das bringt nicht wirklich viel. Das ist scheiße. Egal, Murat ist auf Level 34. So, Leute, hier beende ich den Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Gleicher Welle.